Hey Leute, hier ist mal wieder Mr. Kurab mit der Gamers Week. Diesmal zwei ganz große Themen. Einmal natürlich YouTube. Die haben gerade die große Urheberrechtskeule rausgeholt und schlagen damit jetzt wie wild um sich. Und eine ganze Menge YouTuber werden davon ganz schön übel getroffen. Was da alles hintersteckt, kommt gleich. Danach, fast genauso ein ernstes Thema, mal wieder die NSA. Die scheinen sich nicht mehr damit zufrieden zu geben, nur unser reales Leben komplett zu überwachen, sondern auch unser virtuelles. Jetzt ist nämlich rausgekommen, dass NSA, CIA, an sich amerikanische und britische Regierung, offensichtlich auch in Second Life, World of Warcraft, Xbox Live und ähnlichen Diensten rumgeschnüffelt haben. Wo wir dazu kommen, gibt es allerdings erstmal eine ganze Tonne Updates. Zuerst einmal Pokémon. Da sind jetzt, nachdem ja neulich die Soundtracks zu Pokémon X und Y rausgekommen sind, auch die Soundtracks zu Pokémon Feuerrot und Bloodstone auf iTunes verfügbar. Soundtracks zu anderen alten Titeln sollen nächstes Jahr folgen. Viel wichtiger allerdings ist, dass es ein Update für X und Y gibt, das für Online-Player auch Pflicht ist, weil es ganz offensichtlich einige der Cheat-Methoden, die in den letzten Wochen aufgekommen sind, blockiert. Gute Sache, Nintendo. Dazu bestätigt Nintendo nochmal, dass die Meldung früher in dieser Woche, dass Smash Bros. Schon nächstes Frühjahr rauskommt, falsch ist. Das neue Super Smash Bros. Für Wii U und 3DS ist derzeit für 2014 gelistet. Genauere Details, wann 2014 es kommen wird, gibt es nicht. Und es gibt doch schon wieder was zu Fallout 4. Jetzt gab es geleakte Dokumente, die durchsickern lassen, dass es doch kommt, dass es doch in Entwicklung ist und in Boston spielt. Nach den ganzen Nachrichten der letzten Wochen, die sich ja fast alle als Fakes rausgestellt hat, ist es natürlich eine sehr schöne Sache, jetzt endlich mal zu hören, dass da wohl doch noch mehr dran ist. Zu den Steam Machines. Die Testeinheiten werden ab heute verschickt und gehen an die Tester. Das sind hier, glaube ich, nur 300 oder so, werden also recht wenige sein. Aber ja, ich bin wirklich immer noch sehr gespannt, wie das Ganze wird. Es wurde jetzt nämlich übrigens schon wieder eine weitere neue Steam Machine angekündigt. Die kommt von Digital Storm und kostet happige $1,500, also das Dreifache von der ich zuletzt berichtet habe. Dabei wird die Maschine sowohl ein Windows als auch ein Steam OS haben und komplette Flüssigkühlung, riesige Energiezufuhr und alles andere, also wirklich der absolute Über-Mega-Gaming-PC der übernächsten Generation sein. Und dann ist da noch der GTA 5 Content Creator, der ist jetzt fertig und man kann letztendlich selber Deathmatches und Rennen und Rallies und ähnliches erstellen. Ist noch nicht so viel, vielleicht kommt da noch mehr, aber viel interessanter ist, dass dabei jetzt angekündigt wurde, dass wohl 2014 auch der erste größere DLC kommt, was natürlich auch wieder ein Grund zur Freude ist. Und zu guter Letzt, es gibt Gerüchte, da könnte vielleicht ein neuer PlayStation Move Controller kommen. Da gab es mal wieder ein Patent von Sony und das sieht so ein bisschen aus, als könnte das ein neuer Move-Controller sein. Und das Ding hat schon recht viel Ähnlichkeit mit einem Move-Controller, allerdings diesmal auch ein Touchpad dabei. Hat allerdings auch immer noch diesen bescheuerten Ball vorne dran. Also ganz einfach, ich hoffe, Sony lässt das. Ich halte nicht so viel von Move, auch nicht so viel von Kinect. Egal, darum soll es nicht gehen, ist halt nur ein Gerücht und niemand weiß, was dahinter steckt. Jetzt mal zu den eigentlichen Themen. Die meisten haben es schon mitbekommen, ich habe es auch schon in den Comments gelesen, da haben sogar von euch schon welche drüber berichtet. YouTube hat vor ein paar Tagen ganz offensichtlich die Urheberrechte kräftig angezogen, weil plötzlich wird jeder zweite YouTuber, der mal irgendwas mit Spielen hochgeladen hat, von Urheberrechtsanfragen praktisch überschwemmt. Normalerweise ist es ja nichts Ungewöhnliches, ist das, wenn man Inhalte von einer Third Party hochlädt, eben genau diese Urheberrechtsanfechtung kommt, die dann dich bittet zu bestätigen, das ist nicht von mir, das ist nicht mein geistiges Eigentum, sondern deren. Das ist eben für größere YouTube-Partner ein wirkliches Problem, weil die eben mit ihren Videos ja auch eine Menge Geld verdienen. Aber wenn eben irgendeine Third Party ein Video eben für sich beansprucht, dann bekommen die das Geld. Ich persönlich hatte da bis jetzt keine Probleme mit, aber das liegt vermutlich hauptsächlich daran, die meisten meiner Videos, in denen Gameplay-Material vorhanden sind, sind eben schon geflaggt und vor allem, ich bin kein YouTube-Partner, ich verdiene hiermit keinen Cent. Das könnte sich in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr noch ändern, weiß ich noch nicht, ob ich das mache, aber im Moment habe ich damit keine Probleme. Das Üble ist hier einfach, dass wirklich tonnenweise diese Anfechtungen bei einigen Leuten eingerollt sind und Leute, die da regelmäßig Let's Plays und Reviews machen, da wirklich drunter zu leiden haben. Da sind Videos, die Millionen Aufrufe haben und immer noch bekommen, plötzlich, ja, weg. Sie bekommen keinen Cent mehr dafür. Da wird ein Video eingefordert von den Machern von Tomb Raider. In dem Video macht der Macher des Videos ein Interview mit den Machern von Tomb Raider über Tomb Raider und verwendet eben Videomaterial, das diese Macher von Tomb Raider zu dem Zeitpunkt auf Day3 gezeigt haben. Und dafür fordern eben diese Macher jetzt die Einnahmen ein. WTF,
Und das ist noch nicht das Härteste. Das Problem ist vor allem, dass viele der Einforderungen nicht klar durchschaubar sind. Die kommen dann von irgendwelchen Dritten, von denen noch keiner was gehört hat. Da werden 15-minütige Let's Plays eingefordert wegen 3 Sekunden Soundtrack während eines Ladebildschirms, der wohl irgendjemand anderem gehört. YouTube verteidigt das Ganze damit, dass die da ihren Algorithmus überarbeitet und verbessert und für neue Sachen und Bereiche freigeschaltet haben, halt so für Multi-Channel-Networks. Und dass das ja sowieso dann alles hier Piratenkriminelle sind, wenn die da copyrighted Material zeigen. Während ich das einfach mal richtig scheiße finde, gibt es einen ganz großen Daumen hoch für viele Spielehersteller, Unternehmen und Publisher, die sich da jetzt eingeschaltet haben. Da haben Leute wie Ubisoft, Deep Silver, Capcom oder auch Blizzard jetzt schon direkt gesagt, wenn da irgendeine Einforderung kommt, die angeblich von uns ist, fechtet das an. Wir wollen dieses Geld nicht. Ihr macht da schließlich praktisch gratis Werbung für uns. Da ist es noch fair, wenn ihr was davon bekommt. Also wenn irgendwer da was behauptet, dass es von uns kommt, fechtet das bloß an, wir regeln den Rest. Also hier ganz großer Daumen hoch an diese Leute. Die haben's gerallt. Ich hoffe, dass sich da noch viele andere anschließen. Vor allem solche wie Nintendo, die ja schon Anfang des Jahres negativ aufgefallen sind, als sie was Ähnliches abgezogen haben. Tatsache ist auch, dass das Ganze für einige Leute echt üble Folgen haben. Große Kritiker und YouTuber leben praktisch von diesen Einnahmen und die werden ihnen jetzt einfach abgeschnitten und irgendwelchen Multimillionen- oder Milliarden-Dollar-Unternehmen wieder untergejubelt. Und ganz ehrlich, bei denen macht das keinen Unterschied, aber diese Leute verlieren damit ihre Existenzgrundlage. Es gibt Leute, die sind ja seit 10 oder 20 Jahren dabei, die hören jetzt auf, die verlassen YouTube wegen dieser Aktion, weil sie da keine Zukunft mehr sehen. Und ganz ernsthaft, nachdem wir erst neulich Google Plus hatten und jetzt den Scheiß, ich kann sie verstehen. Also wie gesagt, viele Let's Player und Reviewer haben jetzt echt üble Probleme, die stehen da echt blöd da und ich persönlich finde es auch eine ganz schön große Scheißaktion von YouTube. Und deswegen nochmal ganz großes Lob an die Publisher, die da nicht mitziehen und sich da auf unsere Seite schlagen. Google Plus war schlimm, hat uns im Endeffekt aber nicht direkt geschadet. Das wir schon. Also, es gibt garantiert schon Petitionen und andere Sachen dagegen. Und ich habe sie jetzt noch nicht rausgesucht, ich muss das Video erstmal fertig machen. Ich füge das später hinzu, wenn ich kann. Entsprechend rufe ich hier einfach alle auf, die irgendwas dagegen machen können, dagegen aufzustehen und YouTube klarzumachen, dass es eine ganz schön dumme Entscheidung war. Und zuletzt wären da die NSA, beziehungsweise genauer gesagt die amerikanische und britische Regierung. Die haben sich ja kaum von ihrem Skandal rund um Snowden erholt und hier kommt schon der nächste. Inzwischen hat sich nämlich herausgestellt, dass Spione beider Länder in Spielen wie World of Warcraft oder Second Life unterwegs waren und dort eben haufenweise Daten gesammelt haben, um eben Terroristen und Informanten und ähnliche zu finden und einzusammeln und an sich Informationen zu sammeln. Dabei wird auch Xbox Live erwähnt. Hierbei ist zu beachten, größere Unternehmen wie Blizzard eben helfen den Behörden der Polizei häufiger mal freiwillig, wenn zum Beispiel bekannt ist, dass ein Flüchtiger oder ein Gesetzesbrecher WoW oder was ähnliches gespielt hat. Dann rückt Blizzard da ganz schnell die Daten raus und eben die Login-Historie, um den Typen zu finden, was auch eine klasse Aktion ist. Das hier ist aber mal was ganz anderes. Denn inzwischen haben Leute von Blizzard und Microsoft und auch allen anderen da nochmal bestätigt, keiner von uns hat jemals irgendeine Erlaubnis da gegeben und wir selber sind uns keinerlei Überwachung oder Datensammlung von anderen bewusst. Dabei soll diese Datensammlung so ertragreich gewesen sein, dass CIA und NSA und Co. extra darauf achten mussten, dass eben ihre Agenten nicht versehentlich sich selber da hochnehmen. Ironischerweise ist bei all den Daten absolut nichts in Richtung Konterterrorismus und ähnliches rausgekommen. Dabei ist aber auch zu beachten, dass die meisten dieser Dokumente, die darüber auch berichten und Beweise liefern, teilweise von 2007, 2008 oder 2009 kommen. Das ist also auch schon ein bisschen her. Und dann ist es eine Sache, wenn ihr da eben mit Blizzard zusammen oder sowas ein bisschen verstärkt mal ab und zu durchfiltert und checkt, dass da nichts irgendwie Großes organisiert wird. Aber sowas kann ich da gar nicht ab, sehe ich auch gar keinen Grund und gar keinen Sinn hinter. Und ganz ernsthaft, das geht einfach gar nicht. Und jetzt zum Ende des Videos, das vermutlich schon wieder viel zu lang ist, gibt's noch das WTF der Woche. Die meisten von euch kennen ja wahrscheinlich The Pirate Bay. Eben die Seite, wo man so wunderschön viele Torrents für so wunderschöne 0 Euro runterladen kann, immerhin in der Theorie. Und die deshalb eben von Leuten wie NSA und Polizei und sonst allen schon ziemlich lange, also so eigentlich schon immer, seit sie existiert, verfolgt wird. Und inzwischen ist die Domain auf eine Vulkaninsel geflohen. Nachdem die letzte existierende Domain, The Pirate Bay SX, endlich dann erwischt wurde, das ging von so einer kleinen Insel in der Karibik aus,
sind die schnell umgezogen, nämlich auf einen kleinen vulkanischen Felsen namens Ascension Island. Das gehört irgendwie zu den Briten und sitzt mitten im Südatlantik. Das klingt jetzt natürlich sehr cool und schon fast wie aus dem Film, hier ein Haufen Nerds, die sich mitten in einem Vulkankrater verstecken und von dort ihre illegale Seite hochladen. Nur leider ist die Realität da sehr viel langweiliger, denn es ist wirklich nur die Domain, also die Adresse, die dahin umgezogen ist, aber nicht die eigentliche Operation und Handlungen und Leute hinter der Seite. Die hocken immer noch irgendwo im Warmen, beziehungsweise, ja, wo sie halt immer gehockt haben. Egal, ist schon, ja, ist ja nur dieses WTF, ist einfach eine lustige Sache. Und sowieso, Video war jetzt schon viel zu lang, entsprechend mache ich jetzt auch Schluss. Und wie üblich natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, ich wäre euch tierisch dankbar, wenn ihr ein bisschen helft, meine Videos mit zu verbreiten. Ich kann da jede Hilfe brauchen. Und wer selber Ideen, Vorschläge oder anderes zu meiner Show loswerden will, dafür sind die Comments da. Ja, ich weiß, Google Plus, aber irgendwie werden wir damit auch schon klarkommen. Und ansonsten, ich hoffe natürlich, dass ich nächste Woche einen Gamers Talk oder ein anderes Special rauskriege. Wenn das nicht klappt, sehen wir uns natürlich wieder in einer Woche am nächsten Freitag mit der nächsten Gamers Week. Und bis dahin, alles Gute und man hört sich. Euer Mr. Kurab.